Ja, hallo. Ich habe jetzt hier meine persönliche Hitparade, eigene Stücke und Schlagergeschichten. Einige der Stücke kennt ihr ja noch von gestern aus meiner Playlist politische Gedichte und Lieder. Ich habe in der Playlist eigene Stücke und Schlagergeschichten meine Videos ausgestellt. Natürlich möchte ich mit diesen Videos auf diese Videos aufmerksam machen. Ich zeige euch jetzt meine persönliche Platzierung meiner Videos. Platz 1 und 2 werde ich euch hier im Video nochmal präsentieren. Fangen wir jetzt an. Platz 16 ist der grüne Horror. Ja, ich finde es eigentlich eins meiner stärkeren Gedichte, aber es ist hinten mit der Bayernwahl natürlich etwas übertrieben. Platz 15. Ich habe das Ganze verlassen. Und Platz 14. Der Armin Laschet-Song im Stile von Lalilu. Platz 13 ist mein April-Frust-Gedicht. Platz 12. Meine Begeisterung für Pilze als Gedicht. Und Platz 11. Impfen muss sein. Melodie: Tränen lügen nicht. Platz 10, Hitparade, Impfparade. Ja, da habe ich das Lied auch nochmal drin und ich habe da einmal drei Lieder aus der Hitparadenzeit: Tränen lügen nicht, Lachen von Chris Roberts und Rattern, das gut, das war nicht in der Hitparade. Da habe ich zu den Liedern Tränen lügen nicht von. Und von Chris Roberts Love Me und von Rattern habe ich dann noch Inversionen gemacht. Platz 9, Schlagergeschichte, drei Stimmungen. Platz 8, Bundestagswahl 2021. Platz 7, die Ampel ist jetzt da. Platz 6, Angela Merkel, der Mond ist aufgegangen. Platz 5, die Ampel kommt. Platz 4, Schlagergeschichte 2, Liebesschlager, Momente einer Beziehung von jung bis alt. Platz 3 ist Schlagergeschichte 1, meine Gedanken zum deutschen Liebesschlager. Das ist eigentlich mein stärkstes Stück, aber ich wollte jetzt natürlich nicht für 13 Minuten zeigen. Platz 2, jetzt habe ich die Regierung. Ja, ein Freund, ein Bekannter von mir, mit dem, der mir dann auch immer bei der Entstehung von meinen Gedanken deutschen Liebesschlager das gelesen hatte und noch Ideen dazu gehabt, mit Vergabe tue ich alles. Das hatte ich da auch mit reingenommen. Der nennt seine Frau immer die Regierung. Und dann habe ich aus. Und für Gabi tue ich alles, dann das Stück gemacht, jetzt habe ich die Regierung, das nehme ich euch jetzt natürlich auch vor. Ich bin seit neulich nicht mehr jungfräulich, jetzt habe ich die Regierung, hab nichts mehr zu sagen, muss alles nachfragen. Jetzt habe ich die Regierung, muss das noch raffen, ich werde das schaffen. Jetzt habe ich die Regierung. Könnte ich schweben, ihr könnt auf mich zählen, mir würde sonst was fehlen. Ich bin nichts ohne sie, auch tu ich kochen und falte die Socken. Jetzt hab ich die Regierung, tatsächlich an vier Socken, jetzt tut sie es rocken. Jetzt hab ich die Regierung. Muss das noch raffen, ich werde das schaffen. Jetzt hab ich die Regierung. Könnte ich leben, ihr könnt auf mich zählen. Mir würde sonst was fehlen. Ich bin nichts ohne sie. Glücklicherweise bin ich der Heiße im Kreise von Jovita. Noch unter der Leiße kann ich nicht viel reißen, denn sie ist auch Regierung. Muss das noch raffen,
schaffen, ich werde das schaffen. Jetzt hab ich die Regierung. Könnte ich wehren, ihr könnt auch nicht zehren, mir würde sonst was fehlen. Ich bin nichts ohne sie. Ja, und meine Eins ist meine Liebeserklärung an den 70er Schlager. Meine Liebeserklärung an den 70er Schlager. Eigentlich bin ich 1975 geboren und habe die Hitparadenzeit nicht so mitbekommen. Vor ein paar Jahren gab es noch den Sender ZDF Kultur und dort wurde sie oft wiederholt, auch Disco von Ilja Richter. Gern sehe ich auch heute noch die Schlagerfilme aus dieser Zeit. Besonders mag ich die Filme mit Peter Weck und Georg Thumala. Ich habe ja schon mein Schlagerprogramm, meine Gedanken zum deutschen Liebesschlager, auch mit vielen 70ern Schlagern. Ich finde, dass man kann mit den Titeln so herrlich spielen, wie ich es hier versuche. Jetzt fange ich an. Bei dem folgenden Schlager können wir in Sache Liebe einiges erfahren. Und so werden wir aufgeklärt. Chris Roberts erklärt die Liebe in Liebe ist gar nicht so schwer, rück noch ein Stück zu mir her. Liebe, die macht dir dein Leben schön, komm her und dann wirst du es sehen. Küssen ist gar nicht so schwer, Adam sprach Eva, komm her. Wer einmal anfängt, verlernt's nie mehr. Ja, Liebe ist gar nicht so schwer. Und von Benny Christian erfahren wir in Rosamunde, wie wir unser Objekt der Begierde mit unserem Charme erobern können. Aber heute bestimmt gehe ich zu ihr, Gründe hab ich ja genug dafür. Ich trete einfach vor sie hin und sag ihr, wie verliebt ich bin. Sagt sie dann noch, nein, ist mir's egal, denn ich wart nicht aufeinander mal. Ich nehm sie einfach in den Arm und sage ihr mit meinem Charme. Die Lieder von Chris Roberts passen in allen Liebeslagen. Erst beginnt man mit den Tag mit Hab ich dir heute schon gesagt, dass ich dich liebe? Und wenn man mal gestritten hat Baby, ich wollte dich wär, oh Baby, dein Teddybär, du würdest mich küssen, mich sehr vermissen. Baby, ich wollte dich wär, oh Baby, dein Teddybär. Und wenn man sich ahnungslos stellen muss, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, ist hier was geschehen, ich hab nichts gesehen, nur Gras und Klee und im Winter viel Schnee. Mein Name ist Hase, ich weiß nicht Bescheid. Wenn man mal Sehnsucht nach den anderen hat, kann man anrufen und kommst du zu mir heute Abend. Die Lieder von ihm kann man so herrlich parodieren. Zum Beispiel aus dem Lied Ein Mädchen nach Mars habe ich gemacht. Ein Mädchen nach Mars geht heute von mir und ich sehe den Hintern von ihr. Ein Mädchen nach Mars bin ich nun in Dur, denn sie hat eine tolle Figur. Und dann gibt es noch das Lied von ihm. Mein Schatz, du bist eine Wucht. So ein Mädchen wie dich hab ich gesucht und auf Biegen und Brechen mit Tücke und List tue ich alles, dass du mich liebst. Auf Biegen und Brechen mit Tücke und List, in diesem Lied wird noch ein Satz gezeigt. Heute werden Luftschlösser versprochen oder Sterne versteckt. Ich baue dir ein Schloss von Jürgen Drees oder Einen Stern von Dieter Ötzi. Damals zählten noch Werte, das schönste Mädchen, das es gibt, von Christian Andres. Das schönste Mädchen, das es gibt, ist das Mädchen, das man liebt. Anders kann es gar nicht sein, denn was schön ist, bestimmt das Herz allein. Es gibt so viele Mädchen, die alle ganz wundervoll aussehen.
Und der erste Gedanke ist immer, mit der möchte ich ausgehen. Aber dann findet man, auf das Engelsgesicht kommt es gar nicht an. Und es zählt auch nicht nur ihre Traumfigur. Das schönste Mädchen, das es gibt, ist das Mädchen, das man liebt. Anders kann es gar nicht sein, denn was schön ist, stimmt das Herz allein. Und heute schaut man nur auf das Aussehen, wie oberflächlich. Hans Hinterseher singt, du bist das schönste Mädchen.